Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Genauer gesagt zu 5 Unboxings. Ich war heute Morgen schon mega früh bei DM, schon bevor sie geöffnet hatten, und es war schon die Hölle los, kann ich euch sagen. Aber ich wollte euch unbedingt verraten, was in den Blockerboxen drin ist. Wie ihr sehen könnt, ich habe Glück gehabt, habe sie alle ergattern können, weil ich euch natürlich von jeder Box gerne den Inhalt zeigen möchte. Und es gab auch echt wenige bei mir im DM. Es war ein ganz, ganz kleiner Stapel nur. Und es waren vor 8 Uhr schon wirklich viele Leute angestanden am DM. Und die haben sich echt alle auf die Boxen gestürzt sozusagen. Und da waren auch welche, die wussten schon vorab, was in den Boxen drin ist. Ich wusste es noch nicht. Wir werden es gleich erfahren, denn ich bin gut ausgestattet. Die Boxen sind sehr schwer und jetzt bin ich gespannt, was drin ist. Ich nehme einfach mal eine vom Stapel runter und als erstes habe ich hier diese schöne Box und das gefällt mir sehr gut. Es ist ja die Black Box, das heißt, sie ist schwarz. Ich habe mich auch ein kleines bisschen dementsprechend angezogen, schwarz-grau, und ja, ich weiß nicht genau, wie man die Bloggerin ausspricht. Xlatea. Shame on me. Ich glaube, sie hat einen wirklich richtig tollen Kanal. Ich muss unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Dann weiß ich auch, wie man sie ausspricht. Das werde ich auf jeden Fall tun. Jetzt werde ich erstmal schauen, was ihre liebsten Produkte bei DM sind. Und es geht los. Ich öffne die Box und bin schon mal sehr begeistert. Im Deckel kann man immer erkennen, wie viel die Produkte kosten und was natürlich drin ist. Und als erstes springt mir entgegen eine wunderschöne Autogrammkarte von ihr. Eine richtig hübsche, muss ich sagen. Und ich bin gespannt. Ich greife einfach mal rein. Ich habe hier ein Garnier Micellenwasser. Waterproof All-in-One. Gesicht, Augen, Lippen, kein Fetten. 400 Milliliter sind da drin und das kostet normalerweise 3,75 Euro. Jede der Box kostet übrigens 5 Euro nur. Deswegen waren die wahrscheinlich auch so schnell vergriffen, weil man bekommt echt tolle Produkte für wenig Geld, sag ich mal. Und das ist ja auch immer so eine kleine Überraschung und da stehe ich ja total drauf. Und das finde ich auf jeden Fall ein richtig tolles Produkt. Das benutze ich sehr gerne und gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Dann ist noch weiter drin Invisibobbles, 3 Stück. Ja, ich habe ja relativ kurze Haare. Sie werden zwar schon wieder länger, aber das dauert auf jeden Fall noch. Und die werde ich wahrscheinlich für eine Verlosung zurücklegen. Ich schaue einfach mal und finde ich trotzdem gut, dass es drin ist. Das können viele Mädchen und Frauen gebrauchen. Auf jeden Fall top. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Lieblingsprodukt von ihr ist. Die Invisibobbles kosten 4,95 Euro. Das heißt, alleine mit diesem Produkt hätte man eigentlich schon den Wert der Box raus. Das nächste gefällt mir sehr gut. Es ist ein Nagellack von Sally Hansen. Und der ist mit Arganöl sogar. Also ein ganz tolles Produkt und der kostet 9,95 Euro, also Top-Produkt auf jeden Fall in so einer günstigen Box. Die Farbe finde ich auch interessant. Ich glaube, so eine habe ich noch gar nicht da. Hätte ich mir jetzt so auch nicht gekauft, probiere ich aber auf jeden Fall sehr gerne mal aus. Und dann ist noch mit drin eine Maske und die hatte ich ja auch mal in der Glossy-Box. Und die habe ich noch nicht ausprobiert. Die ist relativ teuer und ich habe mich noch nicht so richtig getraut, weil ich ja auch schon in meiner Maskensammlung erwähnt habe, dass ich da immer denke, wenn ich es aufgebraucht habe und das richtig gut fand, für den hohen Preis würde ich es mir vielleicht eher nicht nachkaufen. Die kostet nämlich 4,95 Euro und das finde ich für eine Maske schon echt viel. Super, dass das in der Box ist. Und das letzte Produkt finde ich auch sehr schön. Rosa, ein Nivea Duschschaum mit Himbeer- und Rhabarberduft. Sehr interessant. Ich schnupper mal dran.
Oh, das riecht richtig schön fruchtig, süß. Ja, gefällt mir sehr gut und der kommt mit in meine Duschschaumsammlung auf jeden Fall. Ja, top Produkt auch. Das kostet 2,25 Euro und der Wert der Box ist wirklich sehr hoch. Ihr könnt es euch ja vielleicht mal zusammenrechnen, wie viel das insgesamt wert wäre. Mir haben alle Produkte echt gut gefallen. Aufgrund meiner kurzen Haare kann ich jetzt natürlich mit diesen Invisibobbles leider nichts anfangen. Finde ich aber halt so schlimm. Ich finde, die Box hat sich trotzdem gelohnt und die finde ich sehr gut von ihr. Ich greife weiter vom Stapel und habe hier die Box von Kind of Rosy. Auch sehr schön gestaltet natürlich. Ich finde, das haben die richtig toll gemacht mit dem Schwarz-Weiß und dann die Lippen hier farbig gehalten. Richtig toll. Und auch die werde ich jetzt öffnen. Und auch hier eine wunderschöne Autogrammkarte obendrauf. Auch eine ganz hübsche, gefällt mir mit dem Blumenstrauß. Eine tolle Karte. Ich greife auch einfach wieder rein und lese euch das vor. Und hier haben wir ein Blistex Lippenbalsam, Lichtschutzfaktor 15, finde ich gut. Und ich habe auch schon wieder trockene Lippen, das liegt an der Heizungsluft. Ich merke das und passt auf jeden Fall in die Jahreszeit, finde ich auch ein ganz tolles Produkt. Blistex hilft auch wirklich sehr schnell und das gefällt mir schon mal. Es würde 1,25 Euro kosten, also gar nicht mal so teuer. Dann springt mir hier gleich entgegen eine wunderschöne Shampooflasche von Balea. Und zwar Schönheitsgeheimnisse, feuchtigkeitsspendendes Shampoo mit Kokoswasser für trockenes Haar. Oh, und das riecht sehr gut. Richtig schön nach Kokos. Nicht so künstlich, finde ich. Gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Und das kostet 95 Cent, also auch ein ganz günstiges Produkt. Als nächstes ist auch eine Maske mit drin. Multimasking von Schäbens. Schäbens mag ich ja sehr gerne bei Masken. Die habe ich auch schon da und habe ich noch nicht ausprobiert. Aber jetzt habe ich sie auf jeden Fall zweimal da und kann mich da intensiver durchtesten. Reinigend, Poren verfeinert und regenerierend. Sehr schön. Die kostet 1,45 Euro. Dann noch ein dekoratives Kosmetikprodukt und zwar ein Lipgloss von Trend It Up High Shine Lipgloss in der Farbe 140 mit Arganöl ist der. Den trage ich mal kurz auf, mache ich einen Swatch, damit ihr sehen könnt, wie intensiv die Farbe ist. Oh, sehr schön. Eine ganz tolle Farbe, nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu durchscheinend. Gefällt mir sehr gut, duftet auch wirklich toll. Ja, gefällt mir. Finde ich gut, ein dekoratives Produkt. Und das letzte Produkt, ach, was er kostet. Der Trend It Up High Shine Lip Gloss kostet 3,25 Euro. Das letzte Produkt ist dieser Nivea Rasierer hier. Den hatten wir auch schon mal in der Glossy Box. Und ich hatte den auch so schon mal da. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Ich fand den sehr gut. Es ist aber eher so eine Art Goodie. Den kann man so nicht kaufen, weil das nur eine Klinge hat. Und normalerweise sind da, glaube ich, drei Klingen mit dabei. Und es steht hier in der Box jetzt auch kein Preis mit drin. Ob das dann so ihr Lieblingsprodukt ist, weiß ich jetzt nicht genau, weil man kann das ja so direkt gar nicht kaufen. Finde ich trotzdem gut, dass es drin ist, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Preislich muss ich sagen, hat sich diese Box nicht ganz so gelohnt wie die andere Box. Die Produkte finde ich dennoch sehr schön, finde ich jetzt im Vergleich aber eher etwas schwächer. Ich
blende am Ende vom Video eine kleine Abstimmung ein und dann könnt ihr mir gerne mitteilen, welche Box ihr am besten fandet. Das würde mich sehr interessieren. Und die nächste Box von meinem Stapel ist die von Miss Bella. Und da bin ich sehr gespannt. Ich finde, sie benutzt immer sehr schöne Produkte und ich hoffe, es werden ein paar Lieblinge von ihr dabei sein. Ich öffne die Box und bin gespannt. Obendrauf auch wieder eine wunderschöne Karte, richtig schön, gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Als erstes habe ich hier ein Produkt, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar sind das die Beauty Effect Augengel Pads von Balea. Insgesamt diese Reihe mag ich sehr, sehr gerne und ich finde, die wirken auch ganz gut, sind aber nicht ganz günstig und deswegen überlege ich immer so ein bisschen, mir die nachzukaufen, weil die halt wirklich teuer sind, aber sie sind auch wirklich sehr gut. Die kosten 4,45 Euro und alleine mit diesem Produkt hat man den Wert der Box auch schon wieder fast raus. Als nächstes ist mit drin ein Kokosöl von DM Bio. Das gefällt mir. Das habe ich schon öfters gesehen, auch schon bei vielen YouTubern gesehen. Ich habe es mir noch nicht gekauft bisher. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr damit am liebsten macht. Ich habe noch nicht so richtig eine Idee. Es steht hier drauf zum Braten, Kochen und Backen. Ich backe ja sehr, sehr gerne. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, aber ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Jetzt kann ich es ja machen und das freut mich, dass es drin ist. Das würde kosten 3,45 Euro. Und wie auch in den anderen Boxen ist auch hier wieder eine Maske drin. Und zwar von Luvos Naturkosmetik mit Heilerde. Eine Reinigungsmaske. Sieht sehr schön aus und ist mit Edelsalbei-Extrakt. Finde ich interessant, habe ich bisher noch nicht getestet. Und habe ich auch nicht in meiner Sammlung. Freue ich mich. Die würde kosten 1,25 Euro. Und dann haben wir auch hier einen Nagellack mit drin. Und auch einen wunderschönen. Ich finde, der passt auch zu Miss Bella, muss ich sagen. Der ist von Trend It Up. Ein Double Volume and Shine Nagellack. Und der kostet 2,25 Euro. Wir haben hier die Nummer 030. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, so einen ähnlichen habe ich auch schon da. Muss ich mal schauen, wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich den verlosen. Und das letzte Produkt ist ein Blush von Catrice. Blush gefällt mir ja immer sehr. Hier steht jetzt dabei, es wäre die 030 drin. Ich habe hier aber die 020 drin. Und den habe ich schon da. Ich mag den sehr gerne und den werde ich zurücklegen, auch für eine Verlosung. Das war die Box und ich muss sagen, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich kann eigentlich mit allen Produkten was anfangen. Den Blush habe ich leider schon da. Bei meiner großen Sammlung ist das ja auch kein Wunder. Trotzdem finde ich es schön. Es ist auch ein dekoratives Kosmetikprodukt drin. Die Box ist sehr ausgeglichen. Es ist eigentlich viel drin, von jeder Sorte was und das gefällt mir sehr gut. So, diese Box hat mich auch sehr überzeugt. Jetzt kommen wir zu Box Nummer 4 und das ist diese hier von der lieben Maren. Ich habe ihren Kanal auch schon einige Male geschaut, hat mir ganz gut gefallen, aber ich schaue halt eben lieber diese reinen Beauty-Kanäle und deswegen habe ich da eben nur ab und zu mal reingeschaut und ich finde es trotzdem toll, dass sie hier mit dabei ist. Gefällt mir sehr gut. Obendrauf liegt auch wieder eine schöne Postkarte, eine Autogrammkarte. Ganz tolles Bild, gefällt mir. Und jetzt kommen wir zu den Produkten. Und obendrauf sehe ich schon mal eins, was mir sehr gut gefällt. Das ist dieses hier von Kneipp, verwöhnendes Cremeöl-Peeling. Und das ist so gut. Also wenn ihr das noch nicht getestet habt, testet es mal. Es ist wirklich richtig toll. Das ist ein Zuckerpeeling, das ist ganz sanft. Es hinterlässt einen ganz schönen pflegenden
Ölfilm auf eurer Haut. Ihr braucht euch danach nicht mehr eincremen. Ich finde es ganz, ganz toll und ich freue mich, dass das in der Box ist. Das kostet normalerweise 1,45 Euro. Dann geht's weiter mit einer Bodylotion von Nivea. Die mag ich auch sehr gerne. Ich hatte die mal in Pfirsichduft und die fand ich wirklich sehr gut. Diese hier ist wohl neu. Und die ist mit Kirschblüte und Jojobaöl. Ich schnupper mal dran. Oh, riecht das gut. Richtig lecker. Ich probiere es gleich mal aus. Sieht sehr schön ein, duftet wunderbar. Oh, ja, ganz, ganz toll. Das nächste Produkt ist eine Blackhead Peel-Off-Maske von der Marke Beauty. Sagt mir gar nichts, die Marke. Ich glaube, sie ist neu beim DM. Eine Black Peel-Off-Maske passt natürlich zur Blackbox und gefällt mir auch sehr gut. Die Tube gefällt mir auch. Sieht richtig schön aus. Und das kostet 9,95 Euro, also auch nicht günstig. Und da hat man auf jeden Fall den doppelten Wert der Box schon raus. Finde ich richtig toll. Das nächste Produkt ist von Schäbens und zwar sind das Beauty-Konzentrat-Kapseln. Soforteffekt, reduziert Fältchen, Glanz und Poren mit Hyaluronsäure. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert, muss ich zugeben. Die wurden auch sehr gut getestet, da bin ich auf jeden Fall gespannt und das werde ich jetzt mal ausprobieren, wie das dann ist. Ich habe das schon bei vielen gesehen, aber irgendwie habe ich das noch nie getestet, hat mich nicht so gereizt zu kaufen. Vielleicht gefällt es mir ja und ich finde das gerade das Tolle an diesen Boxen. Man entdeckt viele Produkte, kann sie testen, was man so vielleicht gar nicht machen würde oder die man nie so sieht, weil sie einem nicht auffallen. Und das finde ich immer so schön an solchen Überraschungsboxen. Das letzte Produkt ist ein Shampoo von Garnier. Und zwar ist das das Oil Repair. Kräftigendes Shampoo, pflegt mit 3 schwerelosen Ölen. Olive, Avocado und Sheerbutter. Ja, trockenes, strapaziertes Haar. Die Flasche gefällt mir sehr gut. Und auch da schnupper ich mal dran. Riecht richtig toll. Das spricht mich irgendwie auch total an, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Probiere ich gerne aus. Das würde kosten 2,45 Euro. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob ich die Preise von den anderen Produkten gesagt habe. Das Schäbenskonzentrat kostet 95 Cent und die Bodylotion von Nivea 2,95 Euro. Die Box hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich kann eigentlich mit allem was anfangen und freue mich, dass ich mir die Box gekauft habe. Hat sie gut ausgesucht, die Marken. Tolle Produkte. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Box und zwar ist die von Nihan. Und ihren Kanal mag ich sehr gerne. Ich finde sie wirklich super lustig und mir gefällt das. Ich finde sie vom Typ her richtig herzlich und ja, sie ist ein ganz toller Mensch, denke ich. Ich kenne sie nicht persönlich, aber aufgrund ihrer Videos. Ich finde es ganz toll und ich bin gespannt, was in ihrer Box drin ist. Erstmal auch ein wunderschönes Foto. Gefällt mir sehr gut. Ist auf jeden Fall mal anders vom Style her wie die anderen, die wir bisher gesehen haben. Auch ein Autogramm ist mit drauf. Hinten steht immer noch was Kleines. Gefällt mir sehr gut. Und ich sehe schon ein bisschen was und ich muss sagen, die Box ist auch richtig toll. Als erstes ziehe ich hier raus ein zauberhaftes Haarparfüm von Balea. Und auch das ist mir noch nie aufgefallen, obwohl ich so oft bei DM bin. Oh, und das riecht ja richtig gut. Oh, das duftet. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist ein ganz toller Duft. Aber nach was riecht das? Irgendwie süßlich, blumig. Gefällt mir richtig gut. Und das kostet 2,45 Euro.
100 Milliliter sind da drin. Ich denke, das hält auch eine ganze Weile. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses Produkt hier. Und zwar ist das von Shawn Len. Eine Bodylotion Vanilla Chai. Oh, ich bin gespannt, wie das duftet. Oh, ganz toll. Ja, richtig gut. Ich probiere das gleich mal aus. Oh, das duftet so richtig schön. Also richtig gemütlich. Nach Vanille duftet das. Oh, ganz toll. Also das ist, glaube ich, mein Favorit sogar von allen Boxen. Ich habe mir die Produkte schon häufiger angeschaut, aber irgendwie war es mir dann doch oft ein bisschen zu teuer, weil ich ja auch so viel da habe. Und dann habe ich mir eben lieber günstigere Produkte nachgekauft, die eben limitiert sind, weil man dann halt nicht mehr drankommt. Aber das gefällt mir echt. Das kostet 4,95 Euro, also ja, nicht günstig, aber bestimmt ein ganz, ganz tolles Produkt. Das nächste ist ein Handschaum von Balea und zwar in der Richtung Cake Pop mit Mandelduft. Oh, toll! Ich habe den mit Himbeerduft bereits einmal aufgebraucht. Ich habe mir den allerdings als Bodylotion aufgetragen, weil ich ja mit Handcreme so ein bisschen empfindlich bin. Hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Es war schön pflegend, hat sich gut auftragen lassen, ist sehr schön aus dem Spender hier rausgekommen und das gefällt mir auch, finde ich sehr gut. Als nächstes ist ein dekoratives Kosmetikprodukt drin und zwar eine Mascara. Push-Up Drama Waterproof Black Mascara. Ja, die habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ich habe aber noch so viele offen. Ich lasse es mal zu. Gefällt mir auf jeden Fall. Und das kostet 9,95 Euro auch, also auch teuer. Der Handschaum kostet 1,45 Euro. Und das letzte Produkt ist eine Fruchtschnitte von DM Bio mit Kokos und Ananas. Habe ich noch nie probiert. Werde ich jetzt aber auf jeden Fall mal testen. Vielleicht esse ich das auch gleich. Ich habe nämlich schon ein bisschen Hunger. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmeckt. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Kokos, Ananas, andere Sorten habe ich schon gesehen. Ja, interessiert mich, finde ich gut. Die Box hat mir auch richtig gut gefallen. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Box ich jetzt am besten finde. Schreibt es mir in die Kommentare oder stimmt ab, welche Box euch am besten gefallen hat. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Vielleicht könnt ihr euch besser entscheiden. Das war's jetzt mit dem Video. Mir haben die Boxen wirklich gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch eure Lieblingsbox sichern. Ich habe mitbekommen, es haben viele die Boxen nicht mehr bekommen. Ich finde das immer so schade. DM weiß ja, wie beliebt und begehrt diese Boxen sind. Bei mir gab es auch nur so wenige im DM. Verstehe das gar nicht, weil... Warum? Ich finde das schade, wenn dann welche nichts bekommen und das tut mir sehr leid. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal Glück. Das kommt bestimmt nächstes Jahr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine tolle Zeit und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.